Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es kommen endlich wieder neue Vlogs und wie ihr seht, bin ich in Kitzbühel und das aus dem ganz einfachen Grund, dass hier heute der letzte Tag von der Kitzbüheler Alpenrallye ist und das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ich bin jetzt hier gerade schon bei der Hahnenkammbahn, seht ihr hier im Hintergrund, und ich schaue jetzt hier erstmal die ganzen Parkplätze ab, dann, ja keine Ahnung, dann chill ich halt erstmal ein bisschen in Kitzbühel, weil das geht erst so in ein, zwei Stunden los. Aber da unten habe ich schon gesehen, da wo die Rallye angefangen hat, da stehen in so zwei Kästen schon zwei Porsches. Ich kann euch gleich noch zeigen. Also viel Spaß bei dem Vlog. So, hier seht ihr 356. Stone Grey, glaube ich, ist es. Das kann man nicht erkennen. Und ein alter Elfer. Sehen wir vielleicht nachher nochmal schauen. Geil, DWS, erster Spot. Interessantes Speck. Jawohl, was haben wir denn hier? Gleich zweiter Spot. Novitec SF90. Als ich gestern ein Bild von dem bekommen habe, dachte ich mir so, hoffentlich steht der noch da oder fährt rum. Jetzt steht er hier. Richtig geil. Das freut mich. Und richtig geiler Tager. Wild. Oh yeah, V12 SL. Sehr geil. GT3. So, was haben wir denn hier? Boxer Spider. In weiß. Nice, das ist sogar geheim, Leute. Ich bin gerade diese Straße in die andere Richtung gelaufen. Heißt, in die Richtung da. Das kann ich jetzt. Also in die hier. Und genau dann ist so. Ist die Aston Martin mit so DBS, DBX und so einem Vantage in so einer Edition vorbeigefahren. Ich habe natürlich kein Bild, ich hoffe, ich sehe die nachher nochmal. Geil, GT3 RS aus Berlin. Wild. So, meine nächste Mission ist jetzt quasi so eine Runde. Und da ist sogar schon der erste Spot von dieser wunderschönen Runde. Silberner AMG GTR. Nächster Spot auf der kleinen Runde. R8. Sehr interessantes Design, interessante Livery. Und AMG GTR. Bio. Nice. So, gerade die Info bekommen. Ups, ich sollte vielleicht von der Straße runtergehen. Gerade die Info bekommen, dass um 1 schon ein Sportwagenfestival losgeht. Und deswegen werde ich da wahrscheinlich auf hingehen. Aber eigentlich habe ich Bock auf Random Spots und nicht nur Event. Ja, hier zum Beispiel. Richtig geiler 992 Turbo. Dunkelblau. Wild. Alter, geil. Gestern noch bei Lambo gesehen. Wild. Acht. Alerten Streifen, warte mal. Ich will mal kurz von vorne anschauen. Warum hat es hier so gezoomt? Nice. Aha. Das erblicken meine Augen denn hier. Geil, orangener 356. Steht hier hinten noch irgendwas? Carrera. Carrera. Und hier. Ein Urus. Ne? Braucht man natürlich auch. Alter, wie geil war das denn gerade? Wingless GT3 RS 901.2. In schwarz kann ich mal ein Bild einblenden. Alter, richtig geil. Und es geht vor allem richtig ab hier. Es geht Schlag auf Schlag. Es kommt die ganze Zeit, was egal, wo ich hingehe. Gleich bin ich dann irgendwann bei diesem Sportwagenfestival oben. Geil, es kann sehr gern so weitergehen. Hier hat sich seit letzter Woche auch nichts getan, außer dass der SVJ weg ist. Was steht denn hier hinten Schönes? Aha, da ist er doch, der SVJ. Und ein SL mit Black Series Kit und einem 4CS und ein alter Elfer.
AMG GT. Aha, was hat denn hier gepackt? Der Berliner GT3 RS. Aber mit Wing. Der andere war ohne Wing. Hat die goldene Felgen. Sehr geil. Hey, mir wurde gerade einfach ein Bild von einem Huayra geschickt. Es ist gerade so viel los in Kitzbühel. Huayra war unterwegs. 2 CGT, 1918. Alter, es geht komplett ab. Jetzt kommt noch das Sportwagenfestival. Und dann kommt noch die Oldtimer-Rallye, also die Alpen-Rallye. Okay, das wird so krank heute hier noch. Ich hoffe, ich sehe den Huayra. Das wäre so geil. Das Lustige ist, der Typ von dieser Anmoderation hat auch noch irgendwas von Königsegg und Bugatti gesagt. Also wenn da irgendwas kommt, wäre es auch geil. So, es geht los, es kommen hier alle. Da hinten ist schon MC20 irgendwo. Performante, Aventador 488, GT3 RS 570, California R8. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Alter, das wird wild. Das wird sehr, sehr wild, hoffe ich. So, da sind sie. Huracan, F430, 458, Viper, Switchale, Noritec Pista, 765, ziemlich viel hier. So, von hier kommt jetzt auch noch ein bisschen was. Ich hoffe, da sind noch ein paar Highlights dabei. Vorhin habe ich sie noch verpasst. Da sind sie immer hier runter. Nice. Drei Aston Martin hier. Ein Wiener Würstchen. Sorry, ich will niemanden mobben, aber spontaner Witz, ne? War auch sehr lustig. Digga, what the fuck? Was geht denn jetzt ab? Alter! Huayra Roadster! Dunkelrot Carbon! What the fuck? Alter, ich krieg die ganze Zeit Sachen geschickt, wir verpassen so viel. Und da kommt hier einfach nur Huayra Roadster. Alter, das ist so krank. Das ist so krank. Alter, das ist so geil. Full Carbon. Was? Rot. Hier haben sie jetzt alle geparkt. Huayra Roadster, das ist so ein geiles Teil. Ja, das ist so voll hier. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich da hinzuzustellen. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich gehe jetzt. Ich gehe mal wieder dahin, da wo die Leute, wo die Fahrzeuge von der Alpenrallye hinkommen. So, hier hinten steht auch noch ein bisschen Zeug. Morgen. DB11. Und der DBX. Ups, jetzt habe ich auf Weitwinkel hier. So. Hier parken jetzt ein paar Corvette. 458, Viper, Mustang, da hinten geht's weiter, kurz hier durchgehen, GT3 RS, Speciale, F430, Spider und ein gelber Huracan. Mal schauen, ich weiß noch nicht, wo ich jetzt hingehe. Jetzt geht's langsam mit der Alpenrallye los, hier ist schon der 330. Boah, stinkt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr wild. Ich hoffe, jetzt kommen gleich noch die anderen. So, hier steht noch MC20. 356 immer noch da. GT4. Und hier ziemlich geiler Turbo. Was ist das denn? Die Farbe ist wild. Lol. Der hat sogar hier... Alter! Der hat ein neues Lenkrad. Hier Body Colored Wheels. Lol. Alter. Der könnte ziemlich krass GPTS'd sein. Wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber sehr wild. Was ich ziemlich geil finde, ist, dass hier einfach einer der ersten MC20 dabei ist. Sieht ziemlich geil aus. Steht hier noch. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter. Okay, what the fuck, das ist einfach ein GTS mit GT3 Front. Hier stehen auch noch Paulus, GDR, GDC, 928. Irgendwo sollte noch ein GTR stehen. Nein, irgendwo. Kann man jetzt nicht erkennen, aber den habe ich eh vorhin schon gefilmt. Und hier hat noch der GT3 geparkt.
Auch hier stehen noch ein paar R8, Boxer Spider und 570 und SLS. Nice, aus Kufstein. Okay, what the fuck? So, ich war jetzt noch ein bisschen unten am Kreisverkehr, aber es kam eigentlich nicht wirklich viel. Ich gehe jetzt hoch zum Ziel von der Kitzbüheler Alpenrallye und ich freue mich schon sehr auf die ganzen Autos, die da dann gleich kommen. Für euch viel Spaß, ich werde nämlich manches davon filmen. So, ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Ich merke gerade, ein paar von den ganzen Oldtimer fahren gar nicht da hinten hin. Aber man kann ja nicht zoomen. Ein paar fahren da oben hin und ein paar unten. Ich weiß nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße. Hier ist sehr, sehr viel los. Hier fahren gerade viele Oldtimer rein, viele sind auch runtergefahren. Ich verstehe es irgendwie nicht. Ich hoffe mal, ich erwische alle. Hier kommen wohl auch ganz viele. Da ist schon ziemlich viel los hier. Hier fährt gerade sehr, sehr viel rum. 202 Turbo. Ich glaube, ich stelle mich jedes Mal hin, an sich alles, was rein und was rausfährt. Ist einfach so viel. Das geht ab. Der Jaguar, der ist so geil. Ups, dann das L Roadster. Der Jaguar, oh, der ist so geil. Dino EW2-4, denke ich. Sehr geil. Carrera S. Geil. Und hier random Daytona. Alter. Das ist so geil. Ich habe den zwar letztes Jahr schon mal gesehen, aber Digga, allein Daytona zu sehen, ist so geil, Alter. Entschuldigung. Ich hoffe, es kommt noch was. So, das Ganze ist hier jetzt. Hallo. Danke. Das Ganze ist hier jetzt erstmal vorbei, denke ich. Deswegen gehen wir jetzt runter zum Kreisverkehr. Aber wir werden bestimmt auf dem Weg noch was sehen. So viel wie er ist, der Daytona, das ist so geil. Alter, wie hier der Daytona steht, das ist so geil. Hier steht auch nochmal sehr viel. Zum Beispiel der GT40, bei dem aber niemand weiß, ob der echt ist oder nicht. Und dann hier noch ein Oldtimer. Ich weiß ja nicht, was für einer ist. Aber das lässt sich ja nachschauen. Und da hinten stehen noch die ganzen Sportwagen von vorhin. Ein Lagonda. Grau. Rote Felgen, glaube ich. Ziemlich wild.
Ja, wer ist denn da? Mr. Speciale hier. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Was haben wir denn hier schönes? V12 Vantage. Geil, ich muss mal kurz Kamerabild machen von dem. So, ab geht's zum Kreisverkehr. Durch die ganzen Straßen hier durch. Steht noch ein E-Type. Durch die Straßen durch zum Kreisverkehr. Ich meine, ich habe noch 1,5 Stunden oder so zum Spotten. Bin mir sicher, irgendwas werde ich. Frage ist halt was. Gelber 356. Ziemlich geil, aber sieht irgendwie ein bisschen aus wie Forza Gelb. Hier die Hinterhof-Spots. Aber hier steht nur der Rolls-Royce und alter MG. Aber was ich gerade noch gesehen habe, ist ein ziemlich interessanter roter Anrauter. Nämlich der hier. Ich weiß nicht, was das ist. Ich denke mal MG oder so. Sowas ist es eigentlich am Ende immer. Schauen wir mal nach. Ja, MG. Sieht nice aus, aber nicht ganz so krass. Wahrscheinlich günstiger, aber selten. Da ist er doch. Der gelbe 356. So, jetzt nochmal der Vantage V12. Orange Spitzer. So geil, 900.000 glaube ich, was der. Scuderia. Ich sag ja, vielleicht sehen wir den nochmal. Hier ist er. 356. Sehen wir, es kann auch sein, dass es kein Stone Grey ist, sondern einfach irgendein geiles Creme. Sehr geil. Oh, 311. Lol. Das wird aber random. Geil. Und Öl. So, es wird jetzt hier schon langsam Abend. Irgendwie kommt nicht mehr so viel. Manchmal kommt noch was von der Rallye. Aber es geht eigentlich nicht mehr so viel. Und bald werde ich schon abgeholt. Und ich hoffe einfach mal, dass noch was kommt hier bei uns. Sonst sitze ich hier eine Stunde umsonst. Das wäre auch scheiße. Geil. Kurz nachdem ich hier was gesagt habe, kam Tessa Rossa Monospecchio. Rot aus Kitzbühel. Richtig geil. Ah, SF90 Spider in Rot. Sehr geil. Und ein roter AMG-GTR. Der ist noch von der AMG-Ausfahrt, die gerade vorbeigekommen ist. AMG-GTR. Die gehören auch alle noch zu dieser Rallye oder was auch immer es ist. Ausfahrt, AMG-Ausfahrt. Nice. Time to go away again. Ist jetzt 5:45, glaube ich. Ich werde um 6 abgeholt. Ich mache jetzt noch einen gemütlichen Spaziergang durch die Stadt zu dem Ort, wo ich abgeholt werde. Vielleicht sehe ich da noch was. Aber ich will jetzt schon mal unbedingt die Highlights zusammenfassen. Dann habe ich das schon mal gemacht, weil das ist ziemlich viel. Wir hatten zum Beispiel 2 SF90, ein Coupé, Novitec, ein Spider. Richtig geil. Orban Speedster hatten wir. Testarossa Monospecchio. Random Daytona. Huayra Roadster, der war richtig random, auch wenn ich davor die Nachricht bekommen habe von Joey und auch die ganzen anderen Nachrichten waren von ihm. Der heißt auf Instagram Muckcrunch, an den sollte ich auch noch einen Shoutout geben. Habe ich hiermit getan. Was haben wir noch gesehen bei der alten Rallye? Ganz viele 300 SL. Geile alte Aston Martin Carrera RS M1.
Es war ein richtig kranker Tag hier heute in Kitzbühel. Und vor allem, es waren auch richtig viele 918 CGT unterwegs. Nur leider habe ich keinen davon gesehen. Eine Sache wollte ich noch in dem Vlog mit reinbringen. Nämlich, ich habe ein neues Handy. Und deswegen hoffe ich, dass sich die Qualität von dem Video auch verbessert hat, weil es sollte eine bessere Kamera haben. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch jetzt, ob die Qualität euch besser vorgekommen ist. Da kommt ein 356. Den filme ich euch gut. Also, wie gesagt, es wäre sehr nett, wenn ihr kurz in die Kommentare schreiben könntet, ob euch die Qualität besser vorkommt als davor. Dann wüsste ich das nämlich. Und ja, das, ich habe halt jetzt auch einen Weitwinkel. Das heißt, es kann sein, dass auch mal irgendwas aus meiner Sicht quasi mit Weitwinkel kommt. Oder dass, wenn ich rauszoome beim Video, dass ich halt aus Versehen in den Weitwinkelmodus komme. Das ist ziemlich scheiße, ist mir heute schon ein paar Mal passiert. Oh mein Gott, was soll's, so schlimm ist auch nicht, ne? So, bei meinem kleinen Spaziergang hier durch die Stadt habe ich diesen 450 SLC gefunden. Ja, das habe ich hier abgelesen, es tut mir leid. Der ist umgebaut zu so einem Rallye-Auto. Das schaut so geil aus, finde ich. Ich muss auch noch mal ein Bild machen. Fuck, es ist 90, der Spider von Draht. Dachte mir schon nochmal in die Tiefgarage. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. 300 SL. Ziemlich starker 300 SL. Der DB2-4, glaube ich, ist es. Alter. So, hier ist jetzt nochmal der Parkplatz, wo die ganzen Oldtimer gestartet sind. Corvette steht noch da. Peugeot 356, alter Elva. Der stand vorhin, glaube ich, auch in einer dieser Kästen. So, das war's jetzt mit dem Video. Es war einfach so geil. Ich meine, Kitzbühel ist so schon eine richtig geile Stadt überhaupt. Dann noch zum Spotten. Aber was heute abging, es war absolut krank. Also ich hatte meine Highlights, habe ich ja schon alle erzählt. Jetzt geht's wieder heim nach München, davor noch Essen. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, es kommen in nächster Zeit dann noch mehr Vlogs. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Noch als kleiner Abschluss an das LM1 und Carrera. Er ist